Hallo. Eine der schönsten Sachen bei analoger Fotografie, ob Farbe oder Schwarz-Weiß, ist für mich das Filmeschneiden. Ein völlig unbedeutendes Moment, könnte man meinen, aber um eine gute Ordnung zu halten, ist es ja wichtig, die Filme nicht irgendwie so rumliegen zu haben. Und wie die in diese Ordnung kommen, das macht mir Spaß und das möchte ich euch gerne zeigen, wie ich das mache und warum ich es so mache, erkläre ich natürlich auch. Viel Spaß beim Filme schneiden oder zumindest erstmal zugucken, wie ich es mache. Tschüss! Wenn ich einen Film transportieren möchte, ungeschnitten, dann in so einer Frühstücksbox. Wenn ich Farbfilm im Labor entwickeln lasse, gebe ich die Box ab und die machen den da rein. Und damit er da nicht verloren geht und immer jeder weiß, wessen Film da ist, beschrifte ich die. Wir brauchen eine Pergaminhülle und manchmal legt man die verkehrt rum hin. Achtet darauf, dass die so hingelegt ist, dass man den Film von oben aus reinschieben kann. Schere, ein Lineal oder einen längeren Gegenstand und einen Füller zum Beschriften. Das ist jetzt ein Farbfilm, den ich in einem Labor entwickeln lassen habe, weil die Farbfilme entwickle ich nicht selber. Ich beginne von hinten, die Filme zu schneiden. Und zwar erstmal nur 5. Und dann immer 6er-Streifen. Wenn die das im Labor schneiden, dann schneiden die 5er-Streifen, was total bekloppt ist, weil dann passt das gar nicht in diese Pergaminhüllen oder in die Acetathüllen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass es 5er-Streifen sind, um die abheften zu können oder gut ablagern zu können, braucht man 6er-Streifen. Damit oben beim letzten Streifen aber nicht nur ein Negativ übrig bleibt, mache ich unten nur 5. Mit der Schere schneidet man manchmal schräg und deshalb halte ich 2 Finger so, dass die Schere einen Anschlag hat, dass ich mit der Spitze der Schere gegen meinen oberen Finger schneide oder die da so ranlege. Ich fasse die Filme ohne Handschuhe an, und zwar oben und unten. Ich berühre die Filme nicht obendrauf. Manchmal gibt es irgendwelche Klebereste, sodass man den Film nicht reinschieben kann. Und dann braucht man einen längeren Gegenstand, in dem Fall das Lineal, um diesen Kanal frei zu machen. Das ist mir schon mehrfach passiert und dann müsste man vielleicht einen Handschuh nehmen oder würde man vielleicht einen Handschuh nehmen, um den da rein zu quetschen und so. Und damit ich das nicht machen muss, mache ich mit dem Lineal oder mit einem längeren Stift diese Kanäle frei, die manchmal irgendwie verstopft sind. Ich lasse immer ein kleines Stück rausgucken, damit man den Film gut wieder rausholen kann. Ja, hier zeige ich nochmal, wie man es mit Handschuhen machen würde. Wenn jemand sehr feuchte Hände hat oder der Handschuh nicht total sauber ist, man fest ja darauf, bleiben trotz Handschuh Fingerabdrücke. Und deshalb finde ich es besser, den Film am Rand anzufassen, wie so eine Vinylplatte oder wie etwas, was sehr wertvoll ist. Und am Schluss schiebt man das so mit dem Finger rein und an der Perforation kann man es auch mit dem Fingernagel rein und rausziehen, wenn man den wieder braucht, den Film. Ja, dann wie schon im anderen Video beschrieben, beschrifte ich das. Ich finde den Namen am wichtigsten, damit man den Film immer überall wiederfindet. Dann welcher Film, welche Entwicklungszeit, welche ISO-Zahl das belichtet wurde, was drauf ist, welchen Ort oder welcher Auftraggeber oder welches Projekt. Und ganz oben fange ich mit dem Jahr an, dann den Monat, dann den Tag, weil man es im Aktenordner so sehr gut lesen kann und sehr schnell wiederfindet. Hier sieht man, wie ich den Film raushole. Und wenn man ihn zu tief reingesteckt hat, kriegt man ihn nicht gut rein. Wenn man ihn wölbt, nicht gut raus. Und wenn man ihn wölbt, kann man ihn gut rein und rausschieben
und muss nicht auf den Film fassen. Ja, dann habe ich so meinen Aktenordner und mache den Film zu den anderen. Dann kann ich ihn scannen oder bei Schwarz-Weiß vergrößern. Da ist er gut abgelegt und das macht mir totalen Spaß. Das ist eine totale Feier für mich, das richtig schön abzulegen. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder von dem Film, den ich gerade geschnitten habe und dann am gleichen Tag noch gescannt habe. Viel Spaß dabei. Thank you.